ist doch total easy. Ach ja, nachts die Landstraßen. So ruhig und unbefahren. Fünf Sterne Heimlichkeit, das war mal ein 1A-Einbruch. Welcome back. Jo, 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 jo. Geldbeutel kriegst du auch. So, da haben wir sogar noch ein bisschen Taschengeld übrig. Einmal kurz ins Versteck. Und dann geht's weiter. Gut. Profi-Laptop. Easy haben wir. So, und jetzt? Lege die Beweise in Garage 304. Oh, 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 oh. Da reicht aber das kleine Auto. Weil wir werden nicht wirklich was mitnehmen. Waren wir jemals in der 304? Ich weiß es nicht. Kommt mir gerade so ein bisschen neu vor. Okay, hier müssen wir so ein bisschen querfeldein. Komme ich da so einfach hin? Okay, ich glaube fast. Hier wohnt Winnie. Ach, die Lombardis. Oh, schönes Anwesen, du. Echt hübsch. Wie komme ich denn da rein? Und ausspionieren muss ich das Ganze natürlich auch erst so ein bisschen. War das nicht die Bude mit den vernagelten Fenstern? Nee, da ist definitiv gar nichts vernagelt. So, einmal umsehen. Wir haben, vorsichtig, hier eine Kamera. Wir haben hier eine, hallo, wackel doch nicht. Wir haben hier eine Kamera. Ganz schön großes Anwesen. Wir haben hier noch eine Kamera. Es wäre sehr praktisch mal... Okay, ich dachte gerade, ich kann es wirklich von hier aus öffnen. Es wäre sehr praktisch mal irgendeinen Anwohner zu sehen. Um mir den zu markieren. Hier komme ich nicht hoch. Hier ist noch eine Kamera. Okay, das hier wird wirklich ein Geniestreich. Die sind sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Okay, erste Routine. Vier Leute. Ich möchte allerdings eigentlich immer wissen, wo sie sind. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen Zeit schinden. Hier war doch... Da. Da ist nochmal eine Kamera. Und die soll wohl in die Garage. Das wird kompliziert. Vor allem ist es kompliziert, hier reinzukommen. Kann ich von irgendwo, irgendwie von außen irgendetwas abschalten, um es mir zumindest ein bisschen leichter zu machen? Es scheint nicht der Fall zu sein. Ich glaube, wir werden auch irgendwie bloß mit Hilfe des Autos reinkommen. Dafür habe ich dann allerdings doch das falsche Auto dabei. Gut, dann fahren wir nochmal kurz zurück und holen den Bus. Ja, ich wollte die Tür nicht zumachen, ich wollte bloß einsteigen. Wir holen mal eben den Bus. Ähm,
Wir werden wohl über die Mauer klettern müssen. Die Frage ist, wie kommen wir dann wieder raus? Darüber muss man sich ja auch mal Gedanken machen. Ein Einbruch bei den Lombardis ist, denke ich, nicht so einfach. So. Wo war denn gleich die Einfahrt? Ach, hier. Ja, ein bisschen Kratzer ist nicht so schlimm. Komme ich? Okay, ich komme hier trotzdem nicht hoch. Ich muss irgendetwas übersehen haben. Ich fahre hier einfach mal diese ganze Mauer entlang. Kleinere Blechschäden werde ich einfach gekonnt ignorieren. Ja, ich habe jetzt ungefähr fünfmal denselben Seitenspiegel abgefahren. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Aber ich sehe hier nirgendwo eine Möglichkeit reinzukommen. Das Ding ist einfach super geschützt. Ja, nee. Wie soll ich denn hier reinkommen? Ich brauche mal einen Parkplatz und schlafe mal bis 12. Vielleicht hilft es mir, alle Routinen zu kennen. Und dann laufe ich da einfach hin. Ist natürlich irgendwie blöd. Ich habe hier nirgendwo Zugriff auf irgendetwas. So, dann schlafen wir jetzt bis 18 Uhr. Oder was, 20 Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich denke aber 18 Uhr. Ich glaube, das war, ja, müsste 6-Stunden-Takt gewesen sein. Und wenn wir dann immer wissen, was da Sache ist, vielleicht hilft uns das ja. Letztendlich irgendwie. Ich habe da so eine Vermutung. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir haben doch jetzt den hier. Ja, da haben wir ein bisschen größeren Radius. So könnte das Ganze dann vielleicht funktionieren. Jawohl. Ich denke, so wird da ein Schuh draus. War es das Tor? Ja, es war das Tor. Wo sind die Wachen? Das ist die Garage, da soll ich rein. Denke ich. Das Ding ist bloß, ich komme da nicht rein. Wenn er mich sieht, habe ich ein Problem. Ich muss hier wieder raus. Ich denke, ich kann von außen die Kameras auch abschalten. Und nur so habe ich die Möglichkeit,
unbemerkt hier reinzukommen. Irgendwo hier hinten. Irgendwie werde ich doch hier wohl Kameras ausschalten können. Okay. Aber das Ganze ist halt leider wirklich etwas komplizierter diesmal. Dieses ganze Prinzip hier. So, mal gucken, ob das die Kameras waren. Ich wäre sehr glücklich darüber. Ja, das waren die Kameras. Okay, ich muss schnell sein. Wir sind drin. Hier sollen die Beweise geliefert werden. Oh, ich würde gerne dieses Auto mitnehmen. Ich brauche den Signalkopierer. Mach ich mal kurz. Na, wobei. So. Signalkopierer, Signalkopierer. Ach so, ja klar, der Signalkopierer. Dafür müsste ich an den Schlüssel ran. Ich denke, das wird nichts mit dem Auto. Dann schaue ich lieber, dass ich hier heil wieder rauskomme. Der Typ da muss weg. Jawohl. Achso, ach Mist, ich muss hier noch mehr machen. Ich muss auch noch den Sprengstoff da drin unterbringen. Ist es eine schlaue Idee, hier reinzugehen? Da ist eine Wache. Ich muss warten, bis er weg ist und dann irgendwie an ihm vorbei huschen. Am besten gleich die Treppe hoch. Gar nicht so einfach hier. Okay, klar. Der ist natürlich auch noch zu Hause. Und ich hätte zwischenspeichern sollen, als die Beweise da drin waren. Also wir richten uns hier erstmal wieder ein. Dieser Hacking Laptop Pro wird der Quickslot für den alten. Und ja, das sollte erstmal reichen. Wir machen gleich die Kameras aus. Öffnen dann das Tor. Und dann sind wir einfach sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht wäre es sinnvoller zu warten, bis da auch mal irgendjemand schläft. So, das sind die Kameras.
Das war diesmal sehr einfach. An dieses andere Signal da vorne komme ich nicht ran, aber ich kam von einer Ecke an den Türöffner. Was mir natürlich auch sehr, sehr recht ist. Nur weiß ich nicht mehr so recht von wo aus. Ich glaube hier. Jawohl. Aha. Dann haben wir das Tor offen und müssen uns gar nicht mehr auf so viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Allerdings auf die Routinen der Leute. Guten Abend. Hallo. Ich möchte bloß gleich deine Garage einbrechen. Ich hoffe, das ist okay. Das Ganze auch ein bisschen zügig nach Möglichkeit. So. Dann haben wir das. Was ist das hier für ein Signal? Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Signal ist. Aber vielleicht finden wir es noch raus. Vielleicht sind die Glasbruchsensoren danach kaputt. Jetzt haben wir eigentlich alle Kontrollpaneele irgendwie aktiviert. Beziehungsweise deaktiviert, ja. Und jetzt heißt es nur noch hier irgendwie... Ich sollte die Treppe nehmen. Ich sollte ganz klar hier die Treppe nehmen. Auch wenn der Typ da gerade drin ist. Da warten wir einfach kurz, bis er weg ist. Ah ja, schön. Mach dich weg. Und komm hier bloß nicht raus. Oh. Alter, ist der doof. Ich glaube, hier sind wir dann doch ein bisschen sicherer. Bis der sich da verkrümelt. Ist das hier ein Büro? Ich weiß nicht, ob das ein Büro ist. Mr. Lombardi, könnten Sie bitte... Wir nennen ihn einfach mal Pietro. Pietro, kannst du? Kannst du einfach woanders hingehen, bitte? Bist du so gut, ja? Oh, achso, nee, steht sogar drin, ist das Wohnzimmer. Es ist mitten in der Nacht. Was macht er hier noch? Das da könnten tatsächlich Fensterbruchsensor sein. Und ich glaube, das war auch das, was ich da entschlüsselt hatte, oder? Man sollte sich halt einfach nicht mit einem Meistereinbrecher anlegen. Das ist selten eine gute Idee. Ich kann da interagieren, aber es passiert halt nichts. Der steht da einfach nur so rum. Die ganze Zeit. Und schaut da. Okay, da hinten sehe ich... Soll ich etwas platzieren? Das geht aber nicht, solange der hier ist. Kannst du bitte weggehen? Bitte. Ich mag den Typen jetzt schon nicht.
Okay, vorsichtig. Es gehen Lichter an. Ich habe Angst, dass der hier rumkommt. Der würde uns nämlich sofort sehen. Da kann ich auch nichts dagegen machen. Okay. Er geht. Er ist weg. Das ist meine Chance. Die Detonationsstelle hinter der Villa? Ach, da hinten. Ja, das sollte ich doch wohl noch hinkriegen. Ich muss ja hier nur noch rauskommen. Wie schwer kann das schon sein? Wenn man mich von außen eh nicht mehr sieht. Von innen meine ich natürlich. Sieht man mich ja nicht mehr. Okay, ich muss aufpassen, der kommt da nochmal. Der läuft wieder seine Runde. Und gleich wird die Rache mein sein. Die Rache wird sowas von mein sein. Ich gehe jetzt zur Detonationsstelle. Oh, ich kann es kaum erwarten. Das kann echt nur super werden. Schönes Feuerwerk oder so. Wie romantisch. So, Leute. Und das war's. Wir haben den Deep Simulator damit durchgespielt. Zumindest storymäßig, klar, man könnte hier noch ein bisschen was machen. Aber ihr kennt mich. Fürs Let's Play mache ich eigentlich immer bloß die Story. Ganz selten mal, dass ich da wirklich drauf achte, dass wir da alle Nebenquests erfüllen. Es war für zwischendurch mal ein ganz lustiges Spiel, kann man nichts sagen. Also was, ja, man kann eigentlich wirklich sagen, war lustig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mit einem Knall verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Das war's. Hier. Wir genießen noch so ein bisschen die Aussicht. Und es war wirklich schön gewesen. Wir sind durch. Wir sind wieder zu Hause. Und ja, Story haben wir. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Ihr hattet Spaß. Vielleicht probiert der ein oder andere von euch sich hier auch mal virtuell, natürlich nur virtuell, mal als Profi-Einbrecher und Dieb. So im echten Leben würde ich jetzt nicht empfehlen. Hier macht es echt Spaß. Außen kriegst du nur Probleme. Und ja, das war dann der Dieb-Simulator. Bis zum nächsten Spiel. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Und ciao.